Die Gesundheitssprecherin der ÖVP, Gabi Schwarz, ist die Nächste. Sehr geehrter Herr Präsident, Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Philipp Kucher, ich würde mir an deiner Stelle ein bisschen zurückhalten, was interne Kommunikation betrifft, weil in der SPÖ ist es ja Usus, dass man sich gegenseitig was ausrichtet, wenn es geht über die Medien. Mach dir keine Gedanken über das gute Gesprächsklima in der Bundesregierung, das existiert. Und du bist nur glücklich, wenn du siebenmal in einer Rede Sebastian Kurz sagen kannst und dann sind wir schon fertig damit. Fakt ist, natürlich ist es so, dass das oberste Gebot von Anfang an war, die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher, der Menschen, die hier leben, zu bewahren. Das war der Grund für alle diese Maßnahmen. Jetzt, und da gebe ich der Clubobfrau Randy Wagner vollkommen recht, jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass die Impfung uns Möglichkeiten bietet für einen wirklichen Schritt, einen wichtigen Schritt aus der Krise. Was ist passiert? Die Europäische Arzneimittelbehörde hat bereits zwei Impfstoffe zugelassen. Die kommen sukzessive nach Österreich, werden geliefert. Jetzt im Moment sind die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen dran, Hochrisikogruppen und natürlich auch die Gesundheitsberufe, die Menschen, die damit zu tun haben. Es gibt einen Impfplan und die Tatsache, dass selbstverständlich die Ärzteschaft informiert ist, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Es gibt ein Schreiben des Ministeriums über die Bundeskurien in der österreichischen Ärztekammer, wo ganz detailliert drinnen steht, wie die Fakten sind, wie der Impfstoff aufgebaut ist, wie man das den Patientinnen und Patienten erklärt. Wenn du den nicht hast, Philipp, ja, die Ärzte haben ihn und das ist eigentlich das Ausschlaggebende dran. Die sollen wissen, was drinnen ist. Und wenn immer wieder davon die Rede ist, es wurde gehudelt und es wurde nicht genau überprüft. Bitte denken Sie daran, dieser Impfstoff ist der drittbest geprüfte. Nur der Pneumokokken- und der Rotavirus-Impfstoff hatten mehr Probanden. Wir reden beim ersten Impfstoff von 44.000 Probanden. Und wenn ich mir das Bild in Erinnerung rufe vom Virologen Professor Wenisch, als er geimpft wurde, dieses Zeichen der Erleichterung, das er nicht nur verbalisiert hat, das er ausgesprochen hat, sondern auch gezeigt hat, der seither ein Impftagebuch führt und bisher lauter ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hat, dann ist es ein wichtiges Zeichen. Und ich gebe allen mit, sich das Interview zum Beispiel mit der Wissenschaftlerin des Jahres in der ZIP 2 anzuhören, die ganz klar erklärt, was das Virus im Körper anrichtet und wie weit der Schutz durch die Impfung geht. Das sind Fakten und das ist bitte die Wissenschaftlerin des Jahres. Und der Herwig Kollerich, den möchte ich auch ganz gern zitieren, der ja auch kein Unbekannter ist, ein Impfexperte, der sagt, Covid-Impfungen sind besser als alle anderen Virus-Infektionen. Die beste, was den Nutzen betrifft. Und das sollten wir uns bitte schon in Erinnerung behalten. Und selbstverständlich ist es so, dass wir auch alle spüren, so wie wir hier im Saal sitzen und alle Menschen draußen, dass wir müde werden. Alle werden müde, alle möchten zurück in die Schulen, alle möchten in die Gastro, Hotellerie, Tourismus, Kultur, Sport. Aber das geht nur, wenn wir gemeinsam da wirklich antreten. Und da nutzen Ihre Tafeln gar nichts, weil den Gefallen wird Ihnen keiner tun. Fakt ist, dass diese Bundesregierung gemeinsam mit uns allen aufgerufen ist, zur Impfung aufzurufen. Das ist ein wirksamer Schutz. Herr Präsident, das waren schon länger als 30 Sekunden, glaube ich. Dass wir alle unter dem Motto Österreich. Wir haben es gesehen. Können Sie die Tafel wieder runternehmen? Wir warten sukzessive auf die Lieferungen der Impfstoffe. Ich bin überzeugt davon, dass alle unsere Bundesländer und auch die Gemeinden hervorragende Arbeit leisten. Alle, die geimpft werden wollen, die Impfung ist und bleibt freiwillig, werden diese Impfung bekommen. Je schneller, desto besser, da bin ich voll dabei. Und ich halte es mit der Wissenschaftlerin des Jahres, die am Ende dieses Interviews gefragt wurde, ob sie sich möglichst impfen lassen würde. Und sie hat gesagt, ja, sofort. Ich hoffe, das gilt auch für möglichst viele von uns allen. Seien wir doch alle ein gutes Beispiel für jene, die impfwillig sind. Immerhin haben mittlerweile von 19 bis 31% gestiegene Zahlen die Menschen, die sich gerne impfen lassen möchten, und bis zu 50%. Das sollte uns alle miteinander optimistisch stimmen für eine letzte Kraftanstrengung, die es bedarf, um dieser weltweiten Pandemie anzugehen. Ich danke Ihnen und vor allem all jenen, die dieses Vertrauen in diese Impfung mit uns teilen und die sich impfen lassen werden. Herzlichen Dank.